Alle Schokoladenliebhaber mal aufgepasst. Heute stellen wir Schokolade her und zwar nicht so wie viele andere, dass man einfach eine fertige nimmt, sie einschmilzt, mit Zutaten verfeinert und fertig. Nein, wir stellen wirklich richtige Schokolade her, also komplett selbstgemacht. Und wir brauchen ein paar Zutaten dafür, aber sie geht super einfach. Man kann sie mit Kindern herstellen, man kann sie toll verschenken und sie schmeckt einfach himmlisch gut. Viel Freude beim Videoschauen. Als erstes beginnen wir mit der Kakaobutter. 50 Gramm benötigen wir. Ich habe jetzt eine, die ist in so eine Stücke, aber es gibt sie auch in Brocken. Die hatte ich früher mal. Ich finde die aber besser zu dosieren. Aber es ist ganz egal, welche ihr verwendet. Einfach 50 Gramm Kakaobutter. Und für das Wasserbad benötigen wir noch einen Topf und Wasser. Ich habe das Wasser schon auf 70 Grad vor ungefähr 10 Minuten erwärmt. Also nicht komplett kochend heißes Wasser verwenden. Es reicht auch aus, wenn es so um die 50 bis 70 Grad hat. Zu heiß sollte es eh nicht sein. Wichtig ist beim Wasserbad, es sollte nur unten leicht bedeckt sein. Wenn überhaupt, wenn das Wasser sehr heiß ist, muss es nicht mal unten bedeckt sein. Und dann Kakaobutter umrühren regelmäßig und sie schmelzen lassen. Wir geben auch gleich schon ein paar Zutaten zur Kakaobutter hinzu. Eine Prise Salz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man sagt ja zum Beispiel, in Süßspeisen gibt man ein bisschen Salz und in salzigen Sachen ein bisschen was Süßes. Deswegen geben wir hier auch ein bisschen Salz hinein. Dann brauchen wir eine Süße, bei mir ist es Agavendicksaft, davon 1 bis 2 Esslöffel. Und damit unsere Schokolade schön cremig wird, ein Mandelmus. Ich verwende ein weißes Mandelmus, ihr könnt aber auch ein Erdnussmus verwenden oder ein Sesammus. Irgendwas, was ihr da habt und was schön cremig ist, davon ungefähr einen halben Esslöffel. Ich lege kurz den Löffel mit dem Mandelmus rein, stelle meine Kakaobuttermischung an die Seite und brauche jetzt noch eine Schüssel. In diese Schüssel geben wir die anderen Zutaten, die wir auch brauchen, um unsere Schokolade herzustellen. Das wären zum einen 40 Gramm Kakaopulver. Natürlich ist das ungesüßtes Kakaopulver, also keines, mit dem ihr euch einen Kakao anrührt, sondern welches, mit dem ihr backen könnt. Und da wir keine Zartbitterschokolade herstellen möchten, müssen wir noch ein Milchpulver hinzugeben. 35 Gramm Kokosnussmilchpulver oder Mandelmilchpulver. Noch cremiger und leckerer wird die Schokolade, wenn man ein Sahnepulver hinzugibt. Allerdings habe ich kein Sahnepulver in veganer Form gefunden, deswegen verwende ich Kokosnussmilchpulver. Hier könnt ihr nochmal gleich umrühren und schauen, ob alles geschmolzen ist und auch alles verrühren. Hier seht ihr noch ein paar Stückchen drin, damit einfach das Mandelmus sich gut aufgelöst hat und die Zutaten gut miteinander verrührt sind. Wo wir nun auch schon bei der Kakaobutter sind, damit kann man super Naturkosmetik herstellen. Und wie ihr vielleicht wisst oder noch nicht wisst, habe ich einige Naturkosmetikrezepte hier auf meinem Kanal. Mir fällt jetzt ganz spontan Lipgloss ein. Da können wir einfach mal schauen, was wir machen. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst es mich wissen, dann kann ich ein paar Naturkosmetikrezepte mit euch teilen. Die Zutaten sind nun geschmolzen und miteinander verbunden. Deswegen kann schon der Topf mit dem Wasser weg. Übrigens müsst ihr das nicht wegschütten, ihr könnt das abkühlen lassen und damit eure Pflanzen gießen. Nun müssen wir alles zu unserer Pulvermischung geben. Ich verwende dafür so einen Teigschaber und wir können natürlich erstmal Milchpulver und Kakaopulver miteinander verrühren. Und dann geben wir unsere flüssige Masse hinzu. Schön alles auskratzen, deswegen ist der Schaber sehr gut. So verschwenden wir keine Reste und haben wirklich alles verwendet, was wir eingeschmolzen haben. Denn wenn wir mal ehrlich sind, Kakaobutter ist jetzt nicht so günstig. Deswegen ist es schön, wenn man die Zutaten alle verwendet. Nun rühren wir das Ganze ungefähr 2-3 Minuten um. So lange, bis wir das Gefühl haben, wir haben alle Zutaten gut miteinander vermischt. Schaut doch mal am Boden, da klebt manchmal auch noch ein bisschen Pulver. Und wir wollen ja alles wirklich
schön vermengt haben. Auch könnt ihr jetzt probieren. Das dürft ihr wirklich. Und schauen, ob ihr noch vielleicht ein bisschen Agavendicksaft hinzugeben möchtet. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch schon in die Masse ein paar kleine Nussstückchen hinzugeben, getrocknete Blüten, Erdnüsse, gehackte, die gesalzen sind. Einfach das, was ihr möchtet. Und da habt ich behalte meine Schokomasse immer recht neutral und gebe dann später noch ein paar Nüsse drauf. Wir benötigen eine Form. Ich verwende eine Silikonform, denn ich finde, da geht die Schokolade später am leichtesten raus. Meine Form ist ungefähr, ja, ich habe eine kleine Hand, also nicht mal Handgröße. Und ich habe 4 Tafeln und finde das sehr schön. Was ich immer mache vor dem Verwenden oder vor dem Befüllen, ist kurz die Form auswaschen ordentlich und dann mit Küchenpapier trocken tupfen, so gut es geht. Denn falls Staub oder irgendwie Krümelchen drin hängen, die man nicht so gut sieht, ist es halt blöd, weil dann habt ihr sie auch in der Schokolade. Nun wird die Form gefüllt mit der Schokolade. Dafür gebt ihr einfach immer ein bisschen Schokolade drauf. Ich verteile sie jetzt erstmal ganz grob und dann kratze ich den Rest aus der Schale. Je länger ihr euch natürlich Zeit lässt, desto fester wird die Schokolade schon. Deswegen solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen, aber ihr müsst jetzt auch nicht ganz schnell arbeiten. Ich mag meine Schokolade nicht ganz so dick, deswegen befülle ich sie ungefähr so, dass sie fast bis oben hin reicht. Und streiche nun die Masse ordentlich mit dem Spatel in die Ecken. Das geht natürlich auch mit einem normalen Löffel. Allerdings kriegt man am Silikonspatel recht viel wieder ab. Denn wir haben ja immer noch Schokolade dran und die können wir dann nochmal abstreichen und auch in die Form geben. Wenn ihr mehr Schokolade herstellen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch das Rezept einfach verdoppeln oder verdreifachen und dadurch mehr Schokolade herstellen und mehr Förmchen füllen. Damit wir die Luftbläschen noch aus der Schokolade bekommen, müssen wir uns die Form nehmen und sie ein bisschen klopfen lassen. Das kennt ihr vielleicht vom Backen. Man lässt einfach die Form ganz leicht aus einer leichten Höhe wieder auf die Arbeitsplatte fallen, damit die Luftbläschen weggehen und sich die Schokolade ordentlich in die Rillen setzen kann. Nun wären wir auch schon so gut wie fertig. Ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, noch ein paar Zutaten draufgeben. Ein paar Haselnüsse zum Beispiel, Sesam, getrocknete Blütenblätter, getrocknete Früchte. Einfach das, was ihr gerne habt und da habt. Noch einen besseren Geschmack bekommen die Haselnüsse übrigens, wenn ihr sie anröstet. Ganz kurz in der Pfanne anrösten, wirklich nur so, dass sie Hitze bekommen und nicht zu stark schwarz werden. Dann haben sie ein tolles Aroma und schmecken noch besser in der Schokolade oder auf der Schokolade. Und das Schöne an selbstgemachter Schokolade ist, man muss nicht so geizig sein mit den Haselnüssen. Ich finde immer, bei der gekauften ist so wenig Haselnuss drauf. Unsere Schokolade muss nun wieder fest werden. Das heißt, wir müssen sie in Ruhe lassen und kalt stellen. Das geht am besten im Kühlschrank. Eigentlich wäre sie schon nach 20 Minuten fest. Allerdings lasse ich sie immer so 2 Stunden stehen, damit sie wirklich sich ordentlich setzen kann. Und dann kann ich sie ganz leicht und easy aus der Form lösen. Und dann kann man sie auch schon verpacken zum Weiterverschenken oder selber schlemmen. So sieht nun die fertige Schokolade aus und natürlich könnt ihr sie verwenden wie jede andere Schokolade. Ihr könnt sie nochmal einschmelzen und auf Kuchen geben oder auf Kekse geben. Ihr könnt sie einschmelzen und damit Eis verarbeiten oder ihr könnt sie auch einfach pur essen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen, ein gutes Geschmackserlebnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!